So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder mal ein weiteres... Adi, Schatz! Nein! Wir haben wieder mal ein weiteres Türchen für euch vorbereitet. Vom Adi Adventskalender und auch vom Bier Adventskalender. Beefy! Beefy! Adi, wir fangen mal mit dir an, Vorregal. Jetzt hier kein Rumgefaxe, ja? Hier wird professionell gearbeitet. Wir haben heute das Türchen. Tu mal. Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist leer. Ich glaube, wir sind heute bei der Nummer 9. Jetzt muss ich... Ich blicke hier nicht mehr durch. Das sieht alles so zerfledert aus. Und wir haben... Oder bei der 10. Ich muss mal kurz gucken, was heute ist. Heute ist der 8. Das heißt, ich muss das Türchen Nummer 9 aufmachen. Ich mache das ja immer eins vorher. Wo ist denn die 9? Ich sehe die 10. Ich sehe die 1. Hä? 1. Hier ist eine 16. Adi, wo ist die 9? 24, 14, 10, 21, 11, 15, 19, 2, 16, 17. Ja, gibt's keine 9? 7, 4, 24, 14, 10, 3, 21, 11, 15, 19, 2, 16, 6, 17, 8, 20, 22. Ach, hier ist die 9. Hey, die 9. Kein Wunder, dass ich die 9 nicht finde. Die 9 war das, was hier so reingefallen ist die ganze Zeit. Das ist das Türchen Nummer 9. Jetzt haben wir es doch gefunden, Adi. Das ist das, was du hier schon kaputt gemacht hast. Na, egal. Wir tun es jetzt mal dahin. Tun das jetzt mal hier drauf, weil das ist das Türchen Nummer 9. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Adi, guck dir es an, was da wieder Leckeres drin ist. Zack, einmal für dich. Das schmeckt mir, sagt er. Hört er das, wie er redet mit euch. Den Rest packe ich dir wieder, natürlich, hier in ein Fach. Und uns im Bier-Adventskalender. Wir freuen uns da jetzt auch auf die Nummer 9. Und obwohl der jeden Tag eine Flasche weniger beinhaltet, wird er von Tag zu Tag schwerer. Vielleicht werde ich immer schwächer. Hier ist die 9 hier oben, das ist ganz einfach. Da muss man gar nicht lange fackeln. Wir haben ein richtig... So, ein richtig fettes Teil, das gar nicht rausgeht, mit einem roten Deckel, der auch schimmert. Packen das jetzt hier hinten hin. Gucken uns das jetzt mal hier an. Hier steht nämlich 5,8 Promille, Prozent und Meistersud. Jetzt einmal von vorne. Meistersud Festbier. Markenbier? Ich kann das nicht lesen. Das ist so alte komische Schrift. Da rätsel ich immer 5 Jahre, was das für ein Buchstabe ist. Ist das ein W? Ist das ein M? Dann zwischendrin? Ist das ein T? Ist das ein K? Ist das... Ich kann das auf jeden Fall nicht lesen. Es ist ein Meistersud Wildbräu Grafing vor München. Ja? Wenn ihr... Hat hier ein Dings, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt gerade. Sieht auf jeden Fall total hässlich aus. Also für mich, ich kann damit nichts anfangen. Das hat ja eigentlich Style, aber es hat nicht meinen Style. Deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ich versuche es nochmal zu lesen. Markenbier von Meisterhand nach dem bayerischen Reinheitsgebot von Anno 1516 gebraut. Es steht unter Kontrolle der Brautechnischen Prüfungsanstalt Weinstefan. Als ob das S heißt, ja? Ist einfach nur eine Hieroglyphe und ein S hinten nach. Also ich habe es eigentlich nur an dem zweiten Buchstaben gelesen, nicht an dem ersten dabei. Was geben wir jetzt für das Etikett?
Ich würde ein durchschnittlich, glaube ich, geben. Ja, es ist ja hochwertig gemacht, ja, mit so einem Emblem drauf, hin und her, alles. Ich glaube, ich würde durchschnittlich diese 3 geben. Sieht jetzt nicht komplett hässlich aus, ist trotzdem nicht mein Geschmack, ist trotzdem hochwertig. Ich gebe eine 3. Fürs Etikett. Och Mann, jetzt ist es nicht mal weggeflogen. Ich hab nicht durchgezogen, sonst wäre das richtig weggeprescht, aber so ist es halt irgendwie anders. So. Wir schenken es mal ein. Wir gucken es uns mal an, wenn wir es einschenken, wie das aufs Bein, wie das aussieht. So, das sieht gut aus. Weil sich nämlich einfach gar kein Schaum bildet. Schaum? Was ist das? Haben wir schon mal Schaum gesehen? Hier, bewertet mal den Schaum, ne? Bewertet den Schaum. Welchen Schaum? Es ist auf jeden Fall glasklar. Es ist an sich, hat eine schöne Farbe, aber es ist nicht so kräftig, wie ich das sonst so kenne. Für mich würde es jetzt... Adi Schatz, Adi nein. Jetzt frisst er seinen Kalender auf, der hier unten liegt. Also, es ist nicht trüb, finde ich schon mal gut. Es ist klar, finde ich gut. Aber an sich ist die Farbe trotzdem eher bescheiden. Also, wir haben es schon kräftiger gesehen. 5,4 geht es auf jeden Fall nett. Durchschnittlich 3 auch könnte es sein, aber irgendwie ist es das Erste, was richtig schön klar ist, was ich trotzdem nicht so ansprechend finde. Ich glaube, ich gehe bei Farbe trotzdem einfach nur eine 2. Ja, also irgendwie, das ist mir zu klar. Da guckst du schon direkt durch, ja. Du guckst durch das Bier durch und suchst hinter dem Bier noch das Bier. Also, das ist mir zu klar. Das ist eine 2. 3 Etikett, 2 Farbe, weil ja da gleichzeitig auch der Schaum mit eine Rolle spielt. Adi, nein! Nein! Adi! Wir laufen mal zurück. Geruch? Ist sehr geruchsneutral. Beziehungsweise, ja, normalerweise müsste ich in so einem Fall jetzt wieder eine 2 geben oder irgendwas, eine 3 geben eigentlich, wenn es neutral ist, wenn es nicht positiv, wenn es nicht negativ ist. Aber es hat irgendwie eine... ein bisschen säuerlich riecht. Und da es ein bisschen säuerlich riecht, können wir auch von der 3 auf die 2 runter. 2 Farbe, 2 Geruch, 3 Etikett und jetzt der Geschmack, der bezeugt jetzt aber wirklich, sage ich euch, ich wollte es gerade schon voll reinschlingen, bis ich gemerkt habe, ich muss doch erstmal kurz probieren. Geschmack ist eigentlich sehr interessant. Ich muss aber probieren. Es brennt nicht auf der Zunge, wie ich es bei einigen hatte. Es ist nicht extrem bitter im Abgang. Es schmeckt nicht komplett wässrig. Es hat an sich eigentlich geht das, es geht, ja. Es ist jetzt auch nicht extrem köstlich, sodass ich mir das gleich 10-mal reinschütten möchte, aber weder 0 noch 1 noch 2. Ich glaube, wir können ja auch beim Durchschnitt bleiben, dass es einfach ein gemütliches Bier ist, nichts Besonderes, aber auch nicht eklig. Kann ich auf jeden Fall besser trinken als die aus den letzten paar Türchen, die wir hatten. Ich glaube, wir geben eine 3. Ich trinke es mal aus. Wenn sich noch was ändert, sage ich Bescheid. Prost. Ich glaube, wir erhöhen auf 4. Obwohl, also wenn ich es direkt trinke, muss ich sagen, ist das echt richtig cool. Köstlich. Das ist, du trinkst es und beim Trinken fühlst du dich auf jeden Fall nicht unwohl, nicht eklig.
direkt beim Trinken ist das ein Genuss. Beim Absetzen danach ist es, ja, nicht wirklich schlimm, aber dann bleibt halt nicht mehr viel von diesem Genuss übrig. Ach, wir bleiben einfach bei 3, wir bleiben bei 3, fertig, zack. Also 3, 2, 2, 3, das ist die Bewertung, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.